Kochen 14.11.2017 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. Ofenhähnchen mit Kichererbsen und Pistazien. Wem das Herbstwetter Lust auf Kochen macht, der kann sich an diesem leckeren Rezept versuchen. Die Größe als Hähnchen in 10 Teile teilen, Keulen abtrennen und im Gelenk halbieren. Danach Flügel abtrennen, Brust entlang des Brustbeins halbieren und anschließend jede Hälfte quer durchschneiden. Hähnchenteile in eine Schüssel mit einem Esslöffel Öl, Safran, Kreuzkümmel, Paprikapulver und Chiliflocken mischen und mit frischer Altefolie zugedeckt eine Stunde lang im Kühlschrank marinieren. In der Zwischenzeit Zwiebeln von der Schale befreien und grob würfeln, Knoblauch schälen und fein hacken, restliches Öl in einem Bräter erhitzen, Hähnchenstücke salzen, pfeffern und in heißem Öl bei mittlerer Hitze rundherum goldbraun anbraten. Herausnehmen, Zwiebeln und Knoblauch, in den Bräter geben und glasig dünsten. Hähnchenteile in den Bräter zurücklegen. Danach gehackte Tomaten und Brühe dazugeben und aufkochen. Zugedeckt im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius eine Stunde schmoren. 20 Minuten vor Ende der Garzeit die Kichererbsen gründlich in einem Sieb abspülen und in den Bräter geben. Pistazien grob hacken und in eine Pfanne ohne Fett rösten. Petersilie waschen, trocken skütteln, Blätter abzupfen und hacken. Im vorletzten Schritt den Bräter aus dem Ofen nehmen, Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken. Abschließend die Pistazien und die Petersilie untermischen und servieren. Salat von roter Quinoa, Trauben und Portulak, Knoblauch abziehen, in feine Scheiben schneiden und in 2 Esslöffel Öl knusprig braten. Herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Knoblauchöl mit Brühe ablöschen, aufkochen. Quinoa in einem Sieb gründlich mit heißem Wasser abspülen, abtropfen lassen. Dann in der Brühe nach Packungs Anleitung garen. Quinoa abtropfen und auskühlen lassen. Sellerie putzen, die harten Fäden abziehen. Stangen waschen, abtropfen lassen und in feine Scheibchen schneiden. Zwiebel abziehen, in sehr feine Ringe schneiden. Trauben waschen, halbieren, gegebenenfalls entkernen. Portulak verlesen, abbrausen, gut abtropfen lassen, eventuell noch vorhandene grobe Stiele abschneiden. Orangenschale, Saft, Honig, Chili und Joghurt verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vorbereitete Zutaten auf eine Platte anrichten. Salat mit restlichem 01, Klammer auf 2 Esslöffel Klammer zu, und Zitronensaft beträufeln, Joghurtdressing mit gerösteten Knoblauchscheiben bestreut dazu reichen. Pro Portion 345 Kilokalorien durch 1450 Kilojoule, 40 Gramm Kohlenhydrate, 8 Gramm Eiweiß, 16 Gramm Fett. Zubereitungszeit 40 Minuten. Hausgemachte Erbsenbandnudeln mit Möcheln und Kürbis. Zutaten für 4 Portionen, das braucht man. Nudelmaschine bitte beachten, Teig muss meint. 1 Stunde kühlen und ruhen für den Pastateig. 200 Gramm grünes Erbsenmehl, Klammer auf zum Beispiel von Müllers Mühle Klammer zu, und Erbsenmehl zum Arbeiten. 40 Gramm Seitanpulver, Salz, 2 Eier, Klammer auf Größe M Klammer zu, 2 Esslöffel Olivenöl für das Gemüse, 10 Gramm getrocknete Möcheln, 1 Stange Lauch, 2 Knoblauchzehen, 2 Schalotten, 2 Esslöffel Butter, 3 Esslöffel Öl, 100 Milliliter Weißwein, 100 Milliliter Gemüsebrühe, 150 Gramm Schlagsahne, 100 Gramm Taleggio-Käse, Pfeffer, Oregano zum Bestreuen, Mehl, Seitan und 1 Gestr. TL Salz mischen. Eieröl und 2 Esslöffel Wasser verquirlen, mit dem Erbsenmehl zu einem geschmeidigen Pastateig verkneten, eventuell noch etwas Wasser zugeben. Teig in Folie meint, 1 Stunde kühlen und ruhen lassen. Möcheln nach Packungsanweisung in 150 Milliliter lauwarmem Wasser einweichen. Lauch putzen, waschen, in Ringe schneiden. In Salzwasser kurz blanchieren, abschrecken und abtropfen lassen. Knoblauch abziehen, in Scheiben schneiden. Teig portionsweise mit einer Nudelmaschine zu Bandnudeln verarbeiten, dabei immer wieder mit Erbsenmehl bestäuben und kurz antrocknen lassen. Reichlich Salzwasser aufkochen. Möcheln abgießen, Flüssigkeit durch ein feines Sieb gießen und aufbewahren. Möchelkappen ausspülen. Schalotten abziehen, fein würfeln. Butter und 2 Esslöffel Öl erhitzen. Schalottenwürfel und die Hälfte des Knoblauchs darin andünsten.
den Lauch und Morcheln zugeben und mit anbraten, mit Wein ablöschen, Morchelfondbrühe und Sahne zugeben und aufkochen lassen, 5 Minuten einkochen, Käse entrinden fein würfeln und in der Soße schmelzen lassen, mit Salz und Pfeffer würzen, Nudeln in kochendem Salzwasser portionsweise garen, abtropfen lassen, restlichen Knoblauch in restlichem Öl, Klammer auf 1 Esslöffel, Klammer zu, knusprig braten, Nudeln mit Morchelsoße anrichten mit Oregano-Blättchen und Knoblauch bestreut servieren. Pro Portion 565 Kilokalorien / 2380 K1 28 Gramm Kohlenhydrate 25 Gramm Eiweiß 38 Gramm Fett Zubereitungszeit 70 Minuten 500 Gramm Knollensellerie 100 Gramm Schalotten 1 Knoblauchzehe 100 Gramm Butter 20 Milliliter Ahornsirup 100 Milliliter Trockene Wermut 1i Gemüsefond 120 Gramm italienischer Hartkäse, Klammer auf zum Beispiel Grana Padano, Klammer zu, 15 Milliliter weißes Trüffelöl, Zitronensaft, Salz, Frittierfett zum Ausbacken, nach Belieben eine frische Wintertrüffelsellerie putzen, waschen und 200 Gramm kleinwürfeln, Schalotten und Knoblauch abziehen und feinwürfeln. Selleriewürfel, Schalotten und Knoblauch, in 40 g Butter unterrühren andünsten, mit Ahornsirup glasieren, mit Wermut ablöschen, Fond angießen, Sellerie zugedeckt bei kleiner Hitze in ca. 20 Minuten weichgaren, Käse feinreiben und in die Suppe geben, alles fein pürieren, durch ein Sieb passieren, Suppe mit übriger Butter, Klammer auf 60 Gramm Klammer zu, und Trüffelöl schaumig aufmixen. Mit Zitronensaft und Salz abschmecken, Suppe bis zum Servieren heiß halten, übrigen Sellerie in feine Streifen schneiden, Frittierfett im Topf auf 175 Grad erhitzen, Selleriestreifen darin in ca. 2 Minuten, knusprig backen, Selleriestroh herausheben, auf Küchenpapier abtropfen lassen und leicht salzen, heiße Suppe auf Tellern anrichten, mit Selleriestroh und nach Belieben fein gehobelter Trüffel servieren. Pro Portion 465 Kilokalorien durch 1960 Kiloliter 8 Gramm Kohlenhydrate 13 Gramm Eiweiß 38 Gramm Fett Zubereitungszeit 60 Minuten Maultaschen von getrüffeltem Sellerie mit roter Beete auf grüner Samtsoße für den Teig Öl eine türkische Lira Salz Eigelbe Eiermehl und rote Beete Pulver glatt verkneten Teig in Frischhaltefolie wickeln und gut eine Stunde kühl stellen. Für die Füllung Zitrone auspressen. Toast entrinden, fein mahlen. Sellerie schälen klein schneiden, in Butter andünsten. Mit Salz und Zucker würzen. Mit etwas Zitronensaft bei kleiner Hitze zugedeckt weich dünsten. Gegarten Sellerie trocken ausdrücken. Sellerie Toastbrösel, cremefreiche Trüffelbutter sowie Eigelbe mischen, fein pürieren. Mit Salz würzen. Teig, Klammer auf eventuell mit Hilfe einer Nudelmaschine, Klammer zu einer langen, dünnen Bahn, Klammer auf ca. 100 x 18 cm, Klammer zu, ausrollen, mit Eiweiß bestreichen, Füllung über die gesamte Länge der Bahn verteilen, dabei unter der Füllung etwa 4 cm und über der Füllung 8 bis 10 cm vom Teig freilassen. Das kürzere Teigende über die Füllung einschlagen, dann alles locker zum längeren Teigende hineinrollen. Maultaschen mit einem Holzlöffelstiel im Abstand von ca. 7 cm markieren und, am besten mit einem Teigrad voneinander trennen. Für die Soße Petersilienblättchen abzupfen, grob schneiden, Spinat verlesen, waschen. Petersilie und Spinat in Salzwasser 2 bis 3 Sekunden blanchieren, dann in Eiswasser abschrecken. Abtropfen lassen ausdrücken, grob hacken, Schalotten abziehen fein würfeln, in 20 g Butter andünsten, Wein angießen, einkochen, Fond dazu gießen, aufkochen, übrige weiche Butter, Klammer auf 40 Gramm Klammer zu, mit Mehl verkneten, in den Fond rühren, bei kleiner Hitze 15 Minuten kochen, rote Beete schälen, in dünne Scheiben, dann in feine Streifen schneiden, mit Küchenpapier abtupfen. Öl auf 170 Grad erhitzen, Streifen 2 bis 3 Minuten darin frittieren, Stroh herausheben, auf Küchenpapier abtropfen lassen, leicht salzen, kurz vor dem Servieren in einem großen Topf reichlich Salzwasser aufkochen, Maultaschen hineinlegen, in 8 bis 10 Minuten garziehen lassen, herausheben und abtropfen lassen.
Spinatmischung in den Vorgeben aufnixen, eventuell durch ein Sieb passieren und mit Zitronensaft, Cayennepfeffer, Salz würzen. Eigelb mit Salm verrühren, durch ein Sieb geben, in die heiße grüne Soße rühren, Klammer auf, nicht mehr kochen lassen, sonst gerinnt das Ei, Klammer zu. Maultaschen mit Soße und rote Beete Stroh anrichten, eventuell mit frisch gehobelter Trüffel garniert servieren. Pro Portion 770 Kilokalorien durch 3240 Kilojoule, 51 Gramm Kohlenhydrate, 21 Gramm Eiweiß, 53 Gramm Fett. Zubereitungszeit 120 Minuten. Bitte beachten, Creme muss über Nacht durchkühlen. 200 Gramm Zartbitterschokolade, Klammer auf, 70% Kakaoanteil, Klammer zu, 2 Eigelb, Klammer auf, Größe M, Klammer zu, 1 Ei, Klammer auf, Größe M, Klammer zu, 50 Gramm Zucker, 20 Milliliter Kakaolikör nach Belieben, Klammer auf, Ersatz, Amaretto, Klammer zu, 400 Gramm Schlagsahne, 1 Glas Dunstheidelbeeren, Klammer auf, Abtropfgewicht, 125 Gramm, Klammer zu, 1 Zimtstange, 1 Sternanis, 1 türkische Lira Speisestärke, 2 Esslöffel Zitronensaft nach Belieben, Orangenzesten, Klammer auf, Bio, Klammer zu, Minze zum Garnieren, am Vortag Schokolade grob hacken, in einer Schüssel über dem heißen Wasserbad schmelzen. Eigelbe, Ei und Zucker, in einer zweiten Schüssel über dem warmen Wasserbad dickschaumig aufschlagen. Nach Belieben Likör und die flüssige Schokolade unter die Eimasse rühren und leicht abkühlen lassen. Sahne steif schlagen und unterheben. Muss in eine Schüssel füllen, zugedeckt über Nacht kalt stellen. Heidelbeeren in ein Sieb gießen, den Saft aufentgehen. Saft mit Zimtstange und Sternanis bei kleiner Hitze ca. 5 Minuten köcheln lassen. Gewürze entfernen, Stärke mit 2 Esslöffel Wasser glatt rühren, in die Saftmischung rühren und einmal aufkochen, Früchte und Zitronensaft zugeben und eventuell mit Zucker abschmecken, Beeren auskühlen lassen, zugedeckt kalt stellen, zum Servieren von der Schokoladencreme Nocken abstechen, mit Heidelbeerkompott auf Dessertellern anrichten, nach Belieben mit Orangenzesten und Minzeblättchen garnieren. Pro Portion 460 Kilokalorien durch 1940 Kilojoule, 28 Gramm Kohlenhydrate, 6 Gramm Eiweiß, 36 Gramm Fett. Zubereitungszeit 40 Minuten. 2 Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 1 Esslöffel Butter, 150 Milliliter trockene Weißwein, 250 Milliliter Gemüsebrühe, 400 Milliliter Orangensaft, 1 Döschen Safran, Klammer auf, 0,1 Gramm, Klammer zu, Salz, Pfeffer aus der Mühle, 2 Orangen, 2 Zucchini, 400 Gramm Tagliatelle, 8 Ziegenkäsetaler, Klammer auf, ca. 30 Gramm, Klammer zu, Schnittlauchröhrchen zum Garnieren, Zwiebeln und Knoblauch abziehen. Würfeln, in Butter glasig dünsten, mit Wein ablöschen, ein wenig einköcheln lassen, Brühe und Saft angießen und Safran einrühren, offen ca. 15 Minuten leise köcheln lassen, mit Salz und Pfeffer würzen, Orangen rundherum schälen, Filets zwischen den Häuten herausschneiden, Zucchini waschen, putzen und in feine Streifen schneiden. Nudeln in Salzwasser bis fest garen, dabei in den letzten ca. 2 Minuten Zucchini dazugeben. Grillfunktion des Backofens anschalten. Käsetaler im Ofen auf mit Backpapier belegtem Backblech ca. 3 Minuten gratinieren. Soße pürieren, Orangenfilets kurz darin warm werden lassen, Soße abschmecken. Nudeln mit Zucchini unter die Soße schwenken und mit gratiniertem Ziegenkäse auf Tellern anrichten. Alles mit Schnittlauch bestreuen, mit Pfeffer übermalen und servieren. Pro Portion 480 Kilokalorien durch 2020 Kilojoule, 59 Gramm Kohlenhydrate, 21 Gramm Eiweiß, 15 Gramm Fett. Zubereitungszeit 50 Minuten. Ratatouille-Sülze mit Capanrelis. Zutaten für 4 Portionen. Bitte beachten, Ratatouille-Sülze muss meint 2 Stunden fest werden für das Capanrelis, 100 Gramm Gelierzucker, Klammer auf, 1:1, Klammer zu, 100 Milliliter Zitronensaft, 1 gehackte Knoblauchzehe, Y2 Zweig gehackte Rosmarinnadeln, 1 gehackte Zwiebel, 2 Esslöffel Kapern, 1 türkische Lira zerstoßener Koriander, Salz, Pfeffer für die Ratatouille-Sülze, je 1 rote und gelbe Paprikaschote, 1 kleine Zucchini, 1 kleine Aubergine, 2 Knoblauch, Zehen Salz,
Pfeffer 1/2 Zweige gehackte Rosmarinnadeln 4 Esslöffel Olivenöl 1 Esslöffel Tomatenmark 500 ml Gemüsebrühe 2 Gramm Agar-Agar 1/2 Bund Basilikum 200 Gramm Topinambur 1/2 Bund Schnittlauch in Röllchen Siehe Glossar Seite 144 Gelierzucker Zitronensaft Knoblauch Rosmarin Zwiebel Kapern und Koriandermäßchen aufkochen und 3 Minuten unterrühren kochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und abkühlen lassen. Grillfunktion des Ofens anschalten. Paprikaschoten putzen vierteln, mit den Hautseiten nach oben auf einem Blech verteilen. Unter dem Grill rösten, bis die Schalen anfangen, schwarze Blasen zu werfen. Herausnehmen, mit angefeuchtetem Küchenpapier bedecken, etwas abkühlen lassen. Ofen auf 200 Grad schalten, Klammer auf, Umluft, 180 Grad, Klammer zu. Zucchini und Aubergine waschen, putzen und längs in Scheiben schneiden. Knoblauch abziehen, halbieren. Zucchini, Aubergine, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Rosmarin und 2 Esslöffel Öl mischen, auf einem Backblech verteilen und im heißen Ofen 20 Minuten garen, dabei gelegentlich wenden. Paprikahälften abziehen. Gemüse aus dem Ofen nehmen. Tomatenmark im übrigen Öl, Klammer auf 2 Esslöffel, Klammer zu, anrösten, mit Brühe ablöschen, mit Agar-Agar 2 Minuten sprudelnd kochen lassen, mit Salz und Pfeffer würzen, rechteckige Form, Klammer auf, ca. 9x20 cm, zum Beispiel eine Gefrierdose, Klammer zu, mit Folie auskleiden. Tomatenfond, Gemüse und Basilikum, in die Form schichten und mindestens 2 Stunden kühlen. Terrine stürzen und in Scheiben schneiden. Topinambur waschen, gut abreiben und in feine Scheiben geschnitten auf Teller verteilen. Schnittlauch mit dem Relis mischen. Terrine und Relis auf Topinambur-Scheiben anrichten. Eventuell mit Basilikum garnieren und servieren. Proportion 295 Kilokalorien durch 1240 Kilojoule 41 Gramm Kohlenhydrate 6 Gramm Eiweiß 11 Gramm Fett Zubereitungszeit 60 Minuten Backzeit ca. 20 Minuten. Das braucht man, 4 verschließbare Puddingförmchen, Klammer auf 200 ml Klammer zu, bitte beachten, Pudding muss 90 Minuten garen für den Plumpudding, 80 Gramm, weiche Butter 50 Gramm, getrocknete Softpflaumen 50 Gramm, getrocknete Apfelringe 100 ml Apfelsaft 50 Gramm Zartbitterschokolade, Klammer auf meint. 70% Kakaogehalt, Klammer zu, 100 Gramm gemahlene Mandeln, 1 türkische Lira Backpulver, 10 Gramm Kakaopulver, 90 Gramm Muscovado-Zucker, Klammer auf ersatzweise brauner Zucker, Klammer zu, 1 Prise Zimt, 3 Eier, Klammer auf Größe L, Klammer zu, für die Soße, 2 Eigelb, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 1 Ei, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 100 ml süßer Portwein, Klammer auf am besten aus der Schiraz. Glaube, ersatzweise ein anderer süßer Portwein, Klammer zu, 50 Gramm Zucker F-Förmchen mit insgesamt 30 Gramm Butter einfetten, Trockenobst im Apfelsaft aufkochen, abkühlen lassen, dann pürieren, Schokolade über einem heißen Wasserbad schmelzen, Mandeln mit Backpulver und Kakaopulver mischen, übrige Butter, Klammer auf 50 Gramm, Klammer zu, mit Zucker und Zimt, schaumig schlagen, Eier nach und nach unterschlagen. Mandelmix, Fruchtpüree und Schokolade unterrühren, Masse in die Förmchen mähen, diese verschließen, in einen Topf stellen, so viel kochend heißes Wasser angießen, dass Förmchen zu 2/3 im Wasser stehen, Formen mit einem Gewicht beschweren, Pudding im leicht kochenden Wasser 90 Minuten pochieren, aus dem Wasserbad nehmen und abkühlen lassen, dann auf Teller stürzen. Für die Soße Eigelbe, Ei, Portwein und Zucker, in einer Metallschüssel über einem kochenden Wasserbad schaumig schlagen, über den Pudding gießen und servieren. Proportion 670 Kilokalorien durch 2820 Kilojoule 60 Gramm Kohlenhydrate 15 Gramm Eiweiß 36 Gramm Fett Zubereitungszeit 30 Minuten. Muss mit geräucherter Paprika, Kumquat, Kompott und Austernpilzen, für die Muss, Paprikaschoten vierteln, putzen, abbrausen, klein würfeln, Klammer auf man braucht 900 Gramm geputzte Paprika, Klammer zu, Knoblauch und Schalotten abziehen, fein würfeln, dann in 40 g Butter glasig dünsten, Paprika Würfel dazugeben, mit andünsten,
Gemüse mit Zucker glasieren. Mit Essig, Wein und vorab löschen, Flüssigkeit einkochen lassen. Paprikamasse in eine Küchenmaschine pürieren, anschließend durch ein Sieb streichen. Paprikapüree in einem Topf kurz erhitzen. Restliche Butter, Klammer auf 40 Gramm, Klammer zu, mit einem Pürierstab untermixen. Mit Paprikapulver, Piment, Espelette sowie Salz kräftig abschmecken. Agar-Agar einrühren und 2 Minuten unterrühren kräftig kochen lassen. Paprikamasse dann unterrühren abkühlen lassen. Sahne steif schlagen, löffelweise unter die gelierende Creme heben. Muss meint. 3 Stunden kalt stellen. Für das Kompott Kumquats heiß waschen, Früchte in Scheiben schneiden, dabei eventuell Kernchen entfernen. Kumquats mit Wein und Gelierzucker in ca. 7 Minuten leicht sirupartig einkochen. Ingwer schälen, fein reiben, zum Schluss dazugeben. Abkühlen lassen. Salat putzen, waschen und trocken schleudern. Kurz vorm Servieren in etwas Kumquatsud marinieren. Pilze putzen. Sesam ohne Fett rösten, abkühlen lassen. Temporatig nach Packungsangabe mit kaltem Wasser anrühren, mindestens 15 Minuten kalt stellen. Sesam in den Teig rühren. Öl in einem Topf auf etwa 175 Grad erhitzen. Pilze in den Teig tauchen, überschüssigen Teig abstreifen. Pilze im heißen Öl in 2 bis 3 Minuten knusprig ausbacken, herausheben und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Zum Servieren von der Nussnocken abstechen. Mit Kompottsalat und gebackenen Pilzen anrichten. Pro Portion 995 Kilokalorien durch 4180 Kilojoule, 63 Gramm Kohlenhydrate, 17 Gramm Eiweiß, 69 Gramm Fett. Zubereitungszeit 125 Minuten. Das braucht man: Spritzbeutel mit mittlerer Lochhülle, rechteckige Form, Klammer auf, ca. 20 x 20 cm Klammer zu. Bitte beachten, Tiramisu muss meint. 3 Stunden fest werden, 6 Eier, Klammer auf, Größe M, Klammer zu, Salz 165 Gramm, Zucker 2 pk, Vanillezucker 80 Gramm, Mehl 20 Gramm, Kakaopulver 1 türkische Lira, Backpulver 100 Gramm, gehackte geschälte Mandeln 100 Gramm, gehackte Cashewnusskerne 3 Esslöffel, Puderzucker 5 Esslöffel, Amaretto, Klammer auf, Mandellikör, Klammer zu, 100 Gramm Marzipanrohmasse, 500 Gramm Mascarpone 3 Esslöffel, Haselnusslikör 30 Milliliter, kalter Espresso, den Backofen auf 200 Grad, Klammer auf, Umluft 180 Grad, Klammer zu, vorheizen, 3 Eier trennen, Eigelbe mit 1 Prise Salz und 30 Gramm Zucker schaumig schlagen. Eiweiß sehr steif schlagen, dabei 100 Gramm Zucker und Vanillezucker einrieseln lassen. Weiterschlagen, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Eischnee unter die Eigelbcreme heben. Mehl, Kakao und Backpulver mischen, darüber sieben und unterheben. 2 Bleche mit Backpapier belegen. Biskuitmasse in den Spritzbeutel füllen und mit viel Abstand zueinander Teigstreifen, Klammer auf, je ca. 8 cm lang und 2 cm breit, Klammer zu, auf die Bleche spritzen. Teigstreifen mit übrigem Zucker, Klammer auf, 35 Gramm, Klammer zu, bestreuen. Löffel Biskuits im vorgeheizten Ofen ca. 10 Minuten backen. Abkühlen lassen. Für die Creme die Mandeln und die Cashewnüsse in eine Pfanne ohne Fett mit Puderzucker, bestäubt rösten. Abkühlen lassen. Die übrigen 3 Eier trennen. Eigelbe und Mandellikör über einem heißen Wasserbad schaumig schlagen. Marzipan fein reiben und unterrühren, bis sich das Marzipan aufgelöst hat. Creme eventuell durch ein Sieb streichen. Eiweiß steif schlagen. Mascarpone mit dem Handrührgerät unter die Eigelbcreme schlagen. Die Hälfte vom Nussmix unterheben, Eischnee unterziehen, Haselnusslikör und Espresso mischen, die Form mit den dunnenden Löffel Biskuits auslegen, etwas Likörmischung darüber träufeln und ca. 1/3 der Creme daraus streichen, eine weitere Schicht Biskuits, Likörmischung und Creme in die Form schichten und restliche Biskuits, Likör und übrige Creme darauf verteilen, Tiramisu im Kühlschrank in mindestens 3 Stunden fest werden lassen. Mit dem übrigen Nussmix bestreuen und in Stücke schneiden. Entweder pur oder nach Belieben auf etwas Schokoladensauce servieren.
pro Stück 590 Kilokalorien durch 2480 Kilojoule, 43 Gramm Kohlenhydrate, 14 Gramm Eiweiß, 39 Gramm Fett. Zubereitungszeit 45 Minuten, Backzeit ca. 10 Minuten. Pilzbourguignon mit Polenta, Parmesanklößchen. Zutaten für 4 Portionen: 100 ml Milchsalz, 50 Gramm Butter, 65 Gramm Polenta, 30 Gramm Parmesan, frisch geriebene Muskatnuss, eine türkische Lira Maisstärke, 1 Ei, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 500 Gramm gemischte Pilze, 2 Schalotten, 2 Zweige Thymian, 1 Esslöffel Butterschmalz, eine türkische Lira Tomatenmark, eine türkische Lira Zucker, 200 ml Rotwein, Pfeffer, 3 bis 4 Radicchio-Blätter, Polenta für die Klößchen, Milch und 150 ml Wasser mit 1,5 Teelöffel Salz und Butter aufkochen, Polenta zugeben und unterrühren, 5 Minuten quellen lassen, Parmesan zufügen, mit Muskat abschmecken, die Stärke unterrühren, das Ei trennen, Eigelb unter den Polenta-Brei rühren, Eiweiß steif schlagen und unterheben. Aus der Masse mit einem mittelgroßen Löffel ca. 12 bis 16 Klößchen abstechen und in siedendem Salzwasser garen, bis sie an der Oberfläche schwimmen. Klößchen aus dem Wasser heben und warm halten. Die Pilze putzen und bei Bedarf halbieren. Die Schalotten abziehen und fein hacken. Thymianblättchen von den Stielen zupfen. Butterschmalz in eine Pfanne schmelzen und die Pilze darin scharf anbraten. Schalottenwürfel zugeben und kurz mitdünsten. Tomatenmark und Zucker einrühren und karamellisieren lassen. Thymianblättchen zugeben. Mit Rotwein ablöschen und etwas einkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Ragout warm halten. Radicchio-Blätter waschen und mit Pilzragout und Polenta-Klößchen anrichten. Pro Portion 305 Kilokalorien durch 1290 Kilojoule, 18 Gramm Kohlenhydrate, 11 Gramm Eiweiß, 18 Gramm Fett. Zubereitungszeit 60 Minuten. Karamellisiertes Limettenparfait mit Granatapfelkernen. Zutaten für 1 kleine Kastenform, Klammer auf ca. 20 cm Klammer zu, oder runde Form 0,20 cm Klammer zu, ergibt 4 Portionen, das braucht man. Flambierbrenner bitte beachten, Parfait muss mindestens 5 Stunden kühlen. 4 Limetten, Klammer auf Bio Klammer zu, 2 Eigelb, Klammer auf Größe M Klammer zu, 70 Gramm Zucker, 1 pk. Vanillezucker, 250 Gramm Schlagsahne, 1 Granatapfel, 1,5 Vanilleschote, Puderzucker, Minzeblättchen, zum Garnieren Nips und Hemds. Minus 3 Granatapfel, eine Kastenform mit Folie ausschlagen. Limetten heiß waschen. Schale von 2 Limetten fein abreiben. Saft aller Limetten auspressen. Limettensaft, Eigelbe, Zucker und Vanillezucker, über dem Eiwasserbad hellcremig aufschlagen. Mischung über dem kalten Wasserbad kalt schlagen, Sahne steif schlagen und mit der Limettenschale unter den Limettenschaum heben. Parfaitmasse in die vorbereitete Form füllen und meint 5 Stunden, am besten über Nacht, einfrieren. Granatapfel halbieren, die Kerne herauslösen. Mark aus der Vanilleschote herausschaben und mit den Kernen vermischen. Kerne 30 Minuten ziehen lassen. Das Parfait aus der Form stürzen und in 4 Stücke schneiden. Parfaits bis zum Servieren einfrieren. Kurz vor dem Anrichten die Parfait-Oberflächen mit Puderzucker bestäuben und den Zucker mit einem Flambierbrenner karamellisieren. Minzeblättchen in feine Streifen schneiden. Parfaits auf Desserttellern mit den Granatapfelkernen und den Minzeblättchen anrichten, sofort servieren. Pro Portion 380 Kilokalorien durch 1600 Kilojoule, 31 Gramm Kohlenhydrate, 5 Gramm Eiweiß, 25 Gramm Fett. Zubereitungszeit 55 Minuten. Mini Hokkaido mit Linsenragout und gebratenen Schwarzwurzeln. Zutaten für 4 Portionen bitte beachten, Linsen müssen 2 Stunden quellen, 150 Gramm Poi-Linsen, 4 Mini-Hokkaido-Kürbisse, Klammer auf ca.
400 bis 450 Gramm, Klammer zu, 8 Esslöffel Olivenöl, Salz, Pfeffer, 3 Schalotten, 2 Knoblauchzehen, 1 Sternanis, 1 Dose Safranpulver, Klammer auf, ca. 0,1 Gramm, Klammer zu, 1 Esslöffel Tomatenmark, 1 kleine Aubergine, 1 Zucchini, 2 Tomaten, 120 Milliliter Gemüsebrühe, 2 Esslöffel Balsamico Essig, 150 Gramm Ziegenkäserolle, 500 Gramm Schwarzwurzeln, 1 türkische Lira Vitamin C Pulver, 2 Esslöffel Butter, 1 Esslöffel zerstoßenes Piment, 2 Esslöffel Semmelbrösel, 1/2 Bund Liebstöckel, 1/2 Bund Basilikum S, Schwarzwurzeln, Linsen mit reichlich Wasser bedeckt 2 Stunden lang quellen lassen. Obere Drittel der Kürbisse abschneiden und das Innere samt Kernen aushöhlen. Backofen auf 180 Grad, Klammer auf, Umluft, 160 Grad, Klammer zu, vorreisen. Kürbisse waschen und Schale je mit etwas Öl einstreichen. Kürbisse von innen mit Salz und Pfeffer würzen, mit der Öffnung nach unten auf ein Backblech stellen. Im Ofen ca. 30 Minuten weichbacken. Kürbisse herausnehmen. Schalotten und Knoblauch abziehen, fein würfeln. 2 Esslöffel Öl in einem Topf erhitzen. Schalotten und Knoblauchwürfel darin andünsten. Linsen abgießen, zugeben und mitdünsten. Anis, Safran und Tomatenmark zugeben und anrösten. Mit 300 ml Wasser ablöschen, die Linsen ca. 15 Minuten garen. Aubergine und Zucchini waschen, putzen und fein würfeln. Tomatenhäuten entkernen und ebenfalls würfeln. 2 Esslöffel Tomatenwürfel beiseite stellen. 2 Esslöffel Öl erhitzen und die Gemüsewürfel darin scharf anbraten. Brühe und Balsamico zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen, zu den Linsen geben. Linsengemüse abschmecken, in Kürbisse füllen, Ziegenkäse in Scheiben schneiden und auf den Linsen verteilen. Kürbisse im Ofen ca. 15 Minuten überbacken. Schwarzwurzeln schälen und in Wasser mit Vitamin C legen. Wurzeln in feine Scheiben schneiden. Butter erhitzen und Scheiben darin weichgaren, mit etwas Salz und Piment würzen. Semmelbrösel zugeben, goldbraun braten. Kräuterblättchen grob hacken und mit übrigem Öl, Klammer auf, 2 Esslöffel Klammer zu, fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Wurzeln mit gefüllten Kürbissen anrichten, mit Kräuteröl beträufeln und mit restlichen Tomatenwürfeln bestreut servieren. Pro Portion 610 Kilokalorien durch 2570 Kilojoule, 42 Gramm Kohlenhydrate, 27 Gramm Eiweiß, 37 Gramm Fett. Zubereitungszeit 65 Minuten, Backzeit ca. 45 Minuten. Bitte beachten, muss meint, 4 Stunden kühlen für die Birnen, 2 bis 4 aromatische kleine Birnen, 200 ml trockene Weißwein, 50 Gramm Zuckermark, von 1/2 Vanilleschote 1 Stück Zitronenschale, Klammer auf, Bio, ca. 5 cm lang, 3 cm breit, Klammer zu, für die Mousse, 200 Gramm weiße Kuvertüre, 2 extra frische Eier, Klammer auf, Größe M, Klammer zu, 1 Pk. Vanillezucker, 25 Gramm Honig, 1 türkische Lira Zimt, 200 Gramm Schlagsahne für die Schokoladensauce, 100 Gramm Schlagsahne, 2 bis 3 Esslöffel Milch, 75 Gramm Zartbitterschokolade, Birnen schälen, nach Belieben halbieren und entkernen, Weinzucker, Vanillemark und Zitronen, Schale aufkochen, Birnen darin zugedeckt bei schwacher Hitze weichgaren, Birnen vorsichtig aus dem Sud heben. Sud auf 100 ml einkochen, Birnen wieder zugeben und auskühlen lassen. Kuvertüre hacken, über einem heißen Wasserbad schmelzen, etwas abkühlen lassen. Eier trennen, ein Eiweiß und Vanillezucker steif schlagen, Klammer auf, übriges Eiweiß anderweitig verwenden, Klammer zu, kalt stellen. Eigelbe, Honig und Zimt, über einem heißen Wasserbad hellcremig aufschlagen, Kuvertüre unterrühren. Creme über einem kalten Wasserbad knapp handwarm rühren, Sahne steif schlagen und unterziehen, Eischnee mit einem Teigschaber unterheben, Mousse in eine Schüssel füllen und meint, 4 Stunden kalt stellen, für die Schokosauce Sahne und Milch erhitzen, Schokolade hacken, unterrühren, in der Sahne schmelzen, etwas abkühlen lassen, Birnen und Mousse anrichten, Schokoladensauce darüber träufeln, eventuell Mousse mit Zimt bestreuen.
pro Portion 795 Kilokalorien durch 3340 Kilojoule, 67 Gramm Kohlenhydrate, 11 Gramm Eiweiß, 50 Gramm Fett. Zubereitungszeit 45 Minuten. Serviettenknödel auf Rauchsteckrüben-Ragout mit frittiertem Salbei, Zwiebeln abziehen und fein würfeln. Toastbrotscheiben entrinden und in 1 cm große Würfel schneiden. 2 Esslöffel Butter in eine Pfanne erhitzen und die Hälfte der Zwiebelwürfel darin andünsten. Toastbrotwürfel zugeben und hellgelb anbraten. Aus der Pfanne nehmen, die Mischung mit lauwarmer Milch übergießen und 20 Minuten ziehen lassen. Petersilien- und Oreganoblättchen von den Zweigen zupfen und fein hacken. Eier, Kräuterblättchen und Mehl unter die Toastbrotmasse kneten mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Teigmasse auf einem Streifen hitzebeständige Frischhaltefolie verteilen und zu einer ca. 6 cm dicken und 20 cm langen Rolle aufrollen. Enden der Folie dabei sehr gut verschließen. Die Rolle nochmals in Alufolie wickeln und in siedendem Wasser ca. 30 Minuten gar ziehen lassen. Für das Ragout die Steckrübe in ca. 2 cm große Würfel schneiden. Lauchzwiebeln putzen und in feine Ringe schneiden. Die übrige Butter, Klammer auf 2 Esslöffel, Klammer zu, in einem Topf schmelzen, die übrigen Zwiebel und die Steckrübenwürfel darin andünsten. Mit Rauchpaprika, Rauchsalz sowie Kümmel würzen und die Gemüsebrühe zugießen. Ragout im geschlossenen Topf 15 Minuten garen. Dann die Lauchzwiebelringe und die Sahne zugeben und im offenen Topf kurzsämig einkochen lassen. Inzwischen die Salbeiblättchen in eine Pfanne im heißen Öl kurz frittieren und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Den Serviettenknödel aus Kochwasser und Folie nehmen und in Scheiben schneiden. Knödelscheiben mit dem Ragout auf Tellern anrichten und mit den Salbeiblättern bestreut servieren. Pro Portion 535 Kilokalorien durch 2250 Kilojoule, 46 Gramm Kohlenhydrate, 14 Gramm Eiweiß, 32 Gramm Fett. Zubereitungszeit 85 Minuten. Polenta mille feuille mit Wirsing auf Aronia Zwiebelkonfit. Zutaten für 4 Portionen für die Polenta: 1 Esslöffel Olivenöl, 100 Gramm Polenta, Klammer auf feine Maisgrieß, Klammer zu, Salz, Pfeffer aus der Mühle, frisch geriebene Muskatnuss, 1-2 Teelöffel getrockneter Majoran, 30 Gramm geriebene Parmesan für Wirsing und Konfit. 350 Gramm junger Wirsing, 1 Schalotte, 2 Knoblauchzehen, 2 Esslöffel Butter, 250 Gramm Schlagsahne, Salz, Pfeffer aus der Mühle, 4 rote Zwiebeln, 2 Esslöffel Öl, 3 Esslöffel Zucker, 2 Esslöffel Aronia Beeren, 300 Milliliter Portwein, 1 Sternanis, 100 Gramm Pecan Nusskerne, 2 Zweige Rosmarin, 400 Milliliter Wasser und Olivenöl aufkochen, Polenta 1 streuen. Bei schwacher Hitze ca. 15 Minuten ausquellen lassen. Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Backblech mit Backpapier auslegen. Polenta mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und dünn auf dem Blech verstreichen. Majoran und Parmesan darüber streuen. Polenta ca. 30 Minuten backen. Nach ca. 20 Minuten Backzeit mit einem Ringklammer auf 0 ca. 8,5 cm Klammer zu, Kreise ausstechen und weiter knusprig backen. Wirsing putzen, Blätter lösen und die dicken Blattrippen herausschneiden. Wirsing in Streifen schneiden. Schalotte und eine Knoblauchzehe abziehen, würfeln. Butter in einem Topf erhitzen, Schalotten und Knoblauchwürfel darin andünsten, mit Sahne ablöschen, würzen. Wirsing in sprudelndem Salzwasser 2 Minuten blanchieren, abschrecken, gut ausdrücken und in der Sahne garen, bis sie noch leichten Biss haben. Sahne dabei offen leicht sämig einkochen lassen. Zwiebeln und übrige Knoblauchzehe abziehen, in Streifen schneiden. Zwiebel und Knoblauchstreifen im Öl andünsten. Mit 1 Esslöffel Zucker karamellisieren, Beeren zugeben, mit Portwein ablöschen, Sternanis zugeben und ca. 15 Minuten einkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen, Nüsse und Rosmarin im übrigen Zucker, Klammer auf 2 Esslöffel, Klammer zu, karamellisieren und abkühlen lassen. Polenta-Kreise, Wirsing, gehackte Pecan-Nüsse und Rosmarin, auf den Tellern zu Mehlfäule aufschichten, mit Aronia-Zwiebel-Konfit anrichten.
pro Portion 800 Kilokalorien durch 3360 Kilojoule, 41 Gramm Kohlenhydrate, 14 Gramm Eiweiß, 52 Gramm Fett. Zubereitungszeit 70 Minuten, Backzeit ca. 30 Minuten. Ricotta Gnocchi mit Parmesan und Trüffel, Toastbrotscheiben entrinden und sehr fein mahlen. Ricotta, 30 Gramm geriebenen Parmesan, Ei, Zitronenschale, Salz, Pfeffer, Muskat und Trüffelöl verrühren, Toastbrösel vorsichtig unterheben. Mischung 30 Minuten kühlstellen. Mit zwei Löffeln ca. 16 Klößchen abstechen und auf ein kleines, leicht geöltes Blech legen. Den Backofen auf 180 Grad, Klammer auf Umluft, 160 Grad, Klammer zu, vorheizen. Die Fettpfanne des Backofens mit kochendem Wasser füllen. Das Blech mit den Gnocchi auf das Backofengitter über den heißen Dampf stellen, dabei mit Alufolie zudecken. Gnocchi 25 Minuten dämpfen. Alternativ einen Dampfgarer benutzen. Eine Pfanne mit der abgezogenen halbierten Knoblauchzehe ausstreichen, Butter darin schmelzen. Thymianblättchen einstreuen. Gnocchi auf deinen Tellern anrichten, mit Thymianbutter beträufeln und mit dem übrigen gehobelten Parmesan, Klammer auf 20 Gramm, Klammer zu, gehobelter Trüffel und schwarzem Pfeffer bestreuen. Pro Portion 345 Kilokalorien durch 1450 Kilojoule, 16 Gramm Kohlenhydrate, 14 Gramm Eiweiß, 25 Gramm Fett. Zubereitungszeit 75 Minuten. Zutaten für 4 Portionen: 20 Gramm getrocknete Steinpilze, 150 Gramm tiefgekühlte Steinpilze, Klammer auf, in der Saison gern auch frische, Klammer zu, 2 Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 100 Gramm Walnusskerne, 100 Gramm Schlagsahne, 2 Esslöffel Butter, 1 türkische Lira Mehl, 600 Milliliter Gemüsebrühe oder Fond, Klammer auf, aus dem Glas, Klammer zu, 100 Gramm Champignons, 2 Esslöffel Olivenöl, Salz, Pfeffer, gehackte Walnusskerne zum Garnieren nach Belieben, gehackte Kräuter, Klammer auf, zum Beispiel getrocknete Steinpilze in 150 Milliliter heißem Wasser mindestens 30 Minuten einweichen. Inzwischen gefrorene Pilze auftauen, lass Zwiebeln und Knoblauch abziehen, fein würfeln. Die eingeweichten Steinpilze zum Abtropfen in ein feines Sieb geben, die Einweichflüssigkeit dabei auffangen. Eingeweichte Pilze fein hacken. Walnüsse zusammen mit Käsekacke-Törtchen mit Cranberry-Kompott für das Kompott. Cranberries verlesen, waschen, abtropfen lassen. 60 Gramm Zucker und Cranberry-Saft mischen. 4 Esslöffel Saft mit Puddingpulver mischen. Restlichen Saft aufkochen, mit angerührtem Puddingpulver binden. Cranberries unterrühren, nochmals kurz aufkochen. Abkühlen lassen. Ofen auf 160 Grad, Klammer auf, Umluft weniger geeignet, Klammer zu, vorheizen. Förmchen fetten. Butter schmelzen. Kekse im Universalzerkleinerer fein mixen, mit Butter und 1 Vanillezucker mischen. Als Böden in die Förmchen drücken, kalt stellen. Frischkäse, Zitronensaft und Schale, 1 pk. Vanillezucker, übrigen Zucker, Klammer auf, 70 Gramm, Klammer zu, Vanillemark mit Eimehl sowie Sahne verrühren und auf den Keksböden verteilen. Die Fettpfanne des Ofens mit kochendem Wasser füllen und die Förmchen hineinsetzen. Im Ofen ca. 45 Minuten backen. Törtchen abkühlen lassen, vorsichtig stürzen und mit dem Cranberry-Kompott anrichten. Pro Portion 670 Kilokalorien / 2820 K1, 59 Gramm Kohlenhydrate, 13 Gramm Eiweiß, 42 Gramm Fett. Zubereitungszeit 30 Minuten, Backzeit ca. 45 Minuten. Blumenkohlsuppe mit Trüffelöl. Die rote Beete schälen und in Würfel schneiden. Eine Knoblauchzehe abziehen und fein hacken. Das Öl in einem Topf erhitzen. Rote Beete und Knoblauch darin andünsten. Mit Zucker karamellisieren und mit 150 ml Wasser ablöschen. Rote Beete ca. 20 Minuten garen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Blumenkohl putzen, in kleine Röhrchen teilen, abbrausen und abtropfen lassen. Einige Röhrchen zur roten Beete geben und 10 Minuten weich dünsten. Im Sud abkühlen lassen. Kartoffeln schälen, waschen, abtropfen lassen und würfeln. Zitrone heiß waschen, etwas Schale in feinen Streifen, Klammer auf, Zisten, Klammer zu, abschälen. Saft auspressen.
Zwiebel sowie übrige 1,5 Knoblauchzehe abziehen und fein würfeln. Butter in einem Topf erhitzen, Zwiebel und Knoblauchwürfel darin glasig dünsten. Kartoffel und Blumenkohl zugeben, kurz mit andünsten. Mit Brühe auffüllen, aufkochen lassen, mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft zisten sowie Muskat würzen. Bei schwacher Hitze zugedeckt ca. 20 Minuten köcheln lassen. Zutaten im Kochfond fein pürieren, durch ein Sieb passieren. Sahne und Schmand zugießen, gegebenenfalls noch etwas Brühe zugeben bzw. einkochen. Cremesuppe mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Rote Beetewürfel und gefärbte Blumenkokhöschen aus dem Sud nehmen. Röschen in Scheiben schneiden. Suppe auf vorgewärmten Tellern anrichten. Nach Belieben mit Blumenkohlscheiben, rote Beetewürfeln, Trüffelöl, gehacktem Estragon sowie Pfeffer anrichten und sofort servieren. Dazu passt knuspriges Knäckebrot. Pro Portion 405 Kilokalorien durch 1710 Kilojoule, 33 Gramm Kohlenhydrate, 9 Gramm Eiweiß, 25 Gramm Fett. Zubereitungszeit 65 Minuten. Zutaten für 6 Portionen, das braucht man: Spritzbeutel mit großer Lochhülle bitte beachten, Beeren müssen über Nacht durchziehen, 600 Gramm TK-Beerenmischung mit Kirschen, 400 Gramm Zuckermark von 1,5 Vanilleschote, 150 ml roter Traubensaft, 4 bis 6 Teelöffel Speisestärke, 5 Eiweiß, Klammer auf Größe M, Klammer zu, eine türkische Lira Zitronensaft, rote Lebensmittelfarbe, 100 Gramm weiße Kuvertüre, 4 bis 5 Esslöffel Kokosraspel, 300 Gramm Schlagsahne, eine Prise Zimt, 1 Esslöffel Puderzucker, am Vortag Beeren auftauen lassen, 150 Gramm Zucker bei mittlerer Hitze schmelzen, Früchte einrühren, Vanillemark hinzufügen, 3 Esslöffel Traubensaft mit 2 bis 3 Teelöffel Stärke verrühren, übrigen Saft zu den Früchten gießen und aufkochen. Angerührte Stärke einrühren, Brütze aufkochen, zugedeckt über Nacht kalt stellen. Den Backofen auf 100 Grad, Klammer auf Umluft, 80 Grad, Klammer zu, heizen. Eiweiß mit Zitronensaft steif schlagen. Übrigen Zucker, Klammer auf 250 Gramm, Klammer zu, einrieseln lassen, weiterschlagen. Übrige Stärke, Klammer auf 2 bis 3 Teelöffel, Klammer zu, unterheben. Mit Lebensmittelfarbe einfärben. Bärsemasse in einen Spritzbeutel mit großer Lochhülle füllen. Dicke Tupfen in Zipfelmützenform auf ein mit Backpapier belegtes Blech spritzen. Bärsees ca. 60 Minuten backen. Ofen ausschalten, Bärsees fertig trocknen lassen. Kuvertüre grob hacken, über dem warmen Wasserbad schmelzen. Die unteren Ränder der Zipfel damit bepinseln, sofort mit Kokosraspeln bestreuen. Fest werden lassen. Zipfelmützen in eine Keksdose zwischen Pergamentpapier aufbewahren. Sahne steif schlagen, Zimt und Zucker unterheben. Grütze in Schälchen verteilen. Zipfelmützen darauf setzen, mit Sahne servieren. Pro Portion 590 Kilokalorien durch 2480 Kilojoule, 89 Gramm Kohlenhydrate, 6 Gramm Eiweiß, 23 Gramm Fett. Zubereitungszeit 45 Minuten, Backzeit ca. 60 Minuten. Spitzkohlröhrchen mit Kartoffel-Cashew-Füllung. Zutaten für 4 Portionen, das braucht man: Kartoffelpresse, eventuell Holzspieße, 800 Gramm Kartoffeln, Klammer auf mehlig kochend, Klammer zu, Salz, 8 schöne, große Spitzkohlblätter, 16 bis 18 Schalotten, eine Knoblauchzehe, 150 Gramm Cashewnusskerne, 40 Gramm, getrocknete Cranberries, 1 und Schnittlauch, 6 Esslöffel Butter, 50 Gramm Gar, italienischer Hartkäse, Klammer auf zum Beispiel Grana Padano, Klammer zu, 1 Ei, Klammer auf Größe M, Klammer zu, Pfeffer, frisch geriebene Muskatnuss, 200 ml Gemüsebrühe, 200 ml Weißwein, 60 Gramm weiße Schokolade, Kartoffeln schälen, waschen in Würfel schneiden und in sprudelndem Salzwasser in ca. 15 Minuten garen. Spitzkohlblätter waschen, Blattrippen flach schneiden. Blätter in Salzwasser ca. 2 Minuten blanchieren. Abschrecken und auf Küchenpapier trocken tupfen. Kartoffeln abgießen, gut ausdampfen lassen. 6 Schalotten und Knoblauch abziehen, fein würfeln. Cashews und Cranberries grob hacken. Schnittlauch in Röhrchen schneiden.
Backofen auf 200 Grad, Klammer auf Umluft, 180 Grad, Klammer zu, vorheizen. 2 Esslöffel Butter erhitzen, Schalotten und Knoblauchwürfel, darin glasig dünsten. Cashews und Cranberries zugeben, kurz mit rösten. Kartoffeln durch eine Presse drücken, mit dem Schalottenmix vermischen. Schnittlauch, Käse, Ei unterrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskat kräftig würzen. Jeweils ca. 2 Esslöffel Füllung auf ein Kohlblatt geben. Blätter einrollen, Röhrchen eventuell mit Holzspieß fixieren. 2 Esslöffel Butter in einer ofenfesten Pfanne erhitzen, Röhrchen darin rundum anbraten. 100 ml Brühe angießen, Röhrchen im Ofen in ca. 25 Minuten garen. Übrige 2010 bis 12 Schalotten abziehen, halbieren, in der übrigen Butter, Klammer auf 2 Esslöffel, Klammer zu, anbraten. Restliche Brühe, Klammer auf 100 ml, Klammer zu, und Wein angießen, Schalotten garen. Schokolade hacken, zu den Schalotten geben, bei kleiner Hitze schmelzen. Soße mit Salz und Pfeffer würzen. Röhrchen aus dem Fond heben, anrichten. Fond zur Soße geben. Soße nochmal aufkochen und zu Spitzkohlröhrchen servieren. Pro Portion 725 k ein 3050stel Ki 59 Gramm Kohlenhydrate 22 Gramm Eiweiß 40 Gramm Fett Zubereitungszeit 80 Minuten. Birnen in Parmesankruste mit Bittersalaten, die Salate putzen, waschen und trockenschütteln. Den Käse feinreiben und mit den Semmelbröseln mischen. Die Zwiebel abziehen, in feine Streifen schneiden. 2 Esslöffel Olivenöl in eine Pfanne erhitzen, Zwiebelstreifen und Nüsse, darin 1-2 Minuten anbraten. Das Ganze mit Essig ablöschen. Brühe und Honig zufügen, mit dem Schneebesen gut verquirlen. Pfanne vom Herd ziehen, übriges Olivenöl Klammer auf 3 Esslöffel Klammer zu, unterrühren. Walnussdressing mit Salz und Pfeffer abschmecken und abkühlen lassen. Birnen schälen und längs in dicke Scheiben, Klammer auf ca. 1 cm Klammer zu, schneiden. Birnenkerne mit einem kleinen spitzen Messer entfernen. Fruchtfleisch mit Zitronensaft beträufeln. Scheiben in Mehlwänden durch die verquirlten Eier ziehen und in der Käsebröselmischung panieren. Birnen im heißen Schmalz von beiden Seiten braten, dann auf Küchenpapier abtropfen lassen. Salat mit dem Dressing mischen, mit gebackenen Birnenscheiben auf Teller verteilen und servieren. Pro Portion 595 Kilokalorien durch 2500 Kilojoule 35 Gramm Kohlenhydrate 20 Gramm Eiweiß 42 Gramm Fett Zubereitungszeit 40 Minuten. Traubenkompott mit Rotweinsabayone Zutaten für 4 Portionen 50 Gramm Mandelblättchen 2 Esslöffel Puderzucker 200 Gramm kernlose helle Trauben 200 Gramm kernlose dunkle Trauben 250 ml Traubensaft 15 Gramm Speisestärke Mark von 1,5 Vanilleschote 1 türkische Lira fein abgerieb Zitronenschale, Klammer auf Bio, Klammer zu, 70 ml Portwein, 70 ml Rotwein, 3 Esslöffel Zucker, 3 Eigelb, Klammer auf Größe M, Klammer zu, siehe Glossar Seite 144, die Mandelblättchen mit 1 Esslöffel Puderzucker, bestäuben und in eine Pfanne ohne Fett goldbraun karamellisieren, abkühlen lassen, Trauben waschen und halbieren. Übrigen Puderzucker, Klammer auf 1 Esslöffel, Klammer zu, Saftstärke Vanillemark und Zitronenschale verquirlen und unterrühren aufkochen. Trauben zugeben und auf 4 Dessertgläser verteilen. Kalt stellen. Für die Sabayone Portwein und Rotwein mit dem Zucker und den Eigelben in einer Metallschüssel, über dem heißen Wasserbad dick cremig aufschlagen. Sabayone direkt vorm Servieren über das Kompott geben und mit den gerösteten Mandelblättchen bestreuen. Pro Portion 365 Kilokalorien durch 1540 Kilojoule 43 Gramm Kohlenhydrate 7 Gramm Eiweiß 14 Gramm Fett Zubereitungszeit 40 Minuten. Walnusskrostini mit karamellisierter Birne Mehl Gewürze und 1 türkische Lira Salz mischen. Honig und Hefe mit 150 ml warmem Wasser verrühren, bis die Hefe aufgelöst ist. Nüsse grob hacken, Hefemix, 2 Esslöffel Öl und gehackte Nüsse mit der Mehlmischung verkneten. Ein Küchentuch mit 2 Esslöffel Mehl bestäuben, den Teig locker darin einpacken und an einem warmen Ort 30 Minuten gehen lassen.
Teig auf der Arbeitsfläche zu einem ca. 30 cm langen Brot formen. Brot auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen, zugedeckt ca. 30 Minuten gehen lassen. Backofen auf 220 Grad, Klammer auf Umluft, 200 Grad, Klammer zu, vorheizen. Brot ca. 20 Minuten backen. Abgekühlt in 12 Scheiben schneiden, Klammer auf restliches Brot anderweitig verwenden, Klammer zu. Hälfte der Rosmarinnadeln hacken. Brotscheiben auf ein Blech legen, mit gehacktem Rosmarin bestreuen, mit übrigem Öl, Klammer auf 3 Esslöffel, Klammer zu, beträufeln. Unterm Backofengrill 2 bis 3 Minuten rösten, dabei eventuell einmal wenden. Birnen waschen, halbieren, Kerngehäuse entfernen. Birnen in dünne Spalten schneiden, in Butter anbraten. Übrige Nüsse zugeben, mit Zucker bestreut karamellisieren lassen. Brote mit Käse, Birnen, Nüssen belegen und mit übrigem Rosmarin garniert servieren. Pro Stück 270 Kilokalorien durch 1140 Kilojoule, 22 Gramm Kohlenhydrate, 8 Gramm Eiweiß, 17 Gramm Fett. Zubereitungszeit 45 Minuten, Backzeit ca. 20 Minuten.